Guten Tag, meine lieben Freunde der Gaming-Szene und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Gelbe Edition. Wir werden jetzt hier etwas machen, denn wir werden jetzt hier vorankommen, versuchen voranzukommen. Hier irgendwas. Verschwinde von dem Poster oder ich muss. Genau. Wir wollen hier jetzt nicht verschwinden. Und ja, die Spielhalle gehört ja Team Rocket, soweit ich weiß. Quick to keep. Nicht so toll für uns. So, danke schön. Ah, jetzt Karate-Dojo hätten wir eigentlich gekonnt. Aber naja. Agilität, nein, 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 nein. Nein, nein und nochmals nein. Ich möchte keine Agilität. Zubat! Nein, Zubat ist perfekt für mich, denn Donnerblitz. Ist ja ein Gift-Flug-Pokémon, soweit ich weiß. So viel ist mir bekannt. Ja. Wir müssen Stefan einfach mal schnell auf 36 bringen. Mist. Pikachu ist ja sowieso eins der Pokémon, die lang trainiert werden müssen. Ich muss dem Boss sagen, dass unser Versteck entdeckt worden ist. Oder versteckt entdeckt wurde. Ist ja egal. Seltsam, hinter dem Poster ist ein Schalter. Und du? Willkommen in der Rocket-Spielhalle. Ja, seht ihr. Ist von Rocket. Ist tatsächlich von Rocket. Ist wirklich so. Moment mal kurz. So, jetzt können wir weitergehen. Ah, aber doch, wir sind schon hier. Bitte sag mir nicht. Bitte sag mir nicht, dass es dieses Endlange. Ach doch, oh Gott, Leute. Jetzt werden wir erstmal viel Spaß haben, unsere Pokémon hochtrainieren. Du hast Mut, hier hereinzuspazieren. Wir werden jetzt verdammt lange hier erstmal drin sein. Wird wahrscheinlich ein Part oder so dauern. Eine der langweiligsten Sachen, die es in Pokémon gibt. Ja, Donnerblitz. Was wird für Donner wohl weggeworfen? Der Donnerschock, genau. Ihr habt recht. So. Ja, nochmal ein Radikal, nein. Wobei wir hier auch Rock trainieren könnten, ne? Gut, wir werden hier sowieso mehrere Pokémon hochtrainieren können. Ja, unter anderem vielleicht auch Simsala. Mist, versagt. So. Hier ist auch schon ein Item und das ist Fluchtseil. Sehr schön. Schaufler werde ich hier nicht einsetzen können, aber hier können wir es ausprobieren. Wie kommst du hierher, Kleiner? Sehr schön. Ich muss auch mal wieder den Anime gucken. Bin irgendwie gerade voll im Pokémon-Fieber. Oh nein, ich hasse dich. Ich hasse dich. Dieses Pokémon hasse ich. Gut, das macht nur einen Aussetzer. Und Donnerwelle ist blockiert. Ist mir egal, denn Donnerschock wird mich auch vernichten. Gut. Dann haben wir ja gar nicht so viel Probleme mit Traumato gehabt. Aber jetzt kommt ein Kampf-Pokémon, mit dem wir auch keine Probleme haben werden. Deshalb war dieses Aber voll unnötig. Ach, wird nicht mehr blockiert. Gut. Schön zu wissen. Ja. Gut, Team Rocket wurde besiegt. Ah, geschlagen. Ja. Und hier geht es wohin? Da brauche ich den Türöffner. Und weiter komme ich noch gar nicht hier, ne? Ah, ja, hier komme ich noch nicht weiter. Das heißt, wir gehen noch eine Etage tiefer. Wobei die Musik ja auch schon ziemlich cool ist. Ah, hier geht's zum Türöffner, glaube ich. Der Boss sagt, das Silphscope macht Geister sichtbar. Ah, genau. Jetzt kommt erstmal eine sehr, sehr lange Geschichte. Die dauert etwas länger, das könnt ihr mir glauben. Das ist nicht nur eine kurze Geschichte. Naja. Es sind jetzt drei Orte, an dem Team Rocket ist. So viel sage ich euch mal. Und an diesen drei Orten
werden wir Team Rocket auch besiegen müssen, sonst können wir nicht weitermachen. Also sonst, weil eben uns ein wichtiges Objekt davon fehlt. Und zwar nicht das Sylph Scope, sondern... ja. Eine andere Sache, die wir bekommen werden. Aber das werdet ihr noch früh genug erfahren, was das ist. Jawohl, Level 34. Das ist so schön. Das ist so schön. Nochmal ein Zubat. Gut. Donnerschock. So, früher habe ich ja übrigens nur die Speed-Taste benutzt, weil ich Pokémon Gelb einfach Let's Playen wollte, weil ich dachte, es muss vor Pokémon Silber kommen. Pokémon Silber habe ich auch nur gespeedet und oh, das wird da nicht so sein, glaubt mir. Dieses Mal wird das nicht so sein. Oh, wieso mache ich einen Donnerschock eigentlich? Na gut, jetzt reicht ein... Paralysiert, das finde ich schön. Ruckzuckieb nutzt für nichts mehr. Glaube ich. Na, aber ich glaube schon. Ich ergebe mich. Ja, jetzt können wir gucken. Oben oder unten? Oben, yeah. Wobei das unnötig war. Och Gott, dauert das lang. Holy moly. Oh. Boah, nicht schön. Überhaupt nicht schön. Wir werden uns gleich den Pokéball da oben holen. Ah, ich dachte... Ah, nee, jetzt weiß ich wieder, wo das war. So. Oh, Nugget. Na super. Ist ja sehr schön. Da will ich nicht drauf. Das dauert mir zu lange, die Animation. Da können wir auch gleich eins holen. Und da ist ein Mondstein. Sehr schön. So. Boah, das dauert lange. TM07 ist was? Wenn ich gerne... Also würde ich gerne wissen. Hornbohrer. Das wird unser Rock nie wieder erlernen können. Will ich nur mal kurz sagen. Fuchtler. Und Hornbohrer erlernt. So. Auf die können wir auch treten. Und dann hier drauf. Ah, Augenkrebs. Ja. Und gut, hier eigentlich hin, ne? Weil wir noch nicht wirklich das Beste gefunden haben. Das da unten nämlich. Und da müssen wir jetzt noch das hier machen. Bitte, danke. Supertrank, na super. War das jetzt nur für Sachen hier? War das jetzt nur für normale, ekelhafte Nonsens-Sachen? Das heißt, das war optional oder wie? Das heißt, hier haben wir gar nichts Wichtiges gefunden. Nein! Nein! So. Weiter. Weiter geht's. Ach man, wir müssen den ganzen Weg machen. Wir sehen uns gleich wieder. Wir sind wieder hier. Und das hat mich... Was weiß ich, wie lange gedauert. Gut, hier ist nichts. Da unten ist schon wieder so ein Rätsel. Und was bringt mir das? Bringt mich das wenigstens dieses Mal zum... einem Item, das mir was bringt? Oh, da unten müssen wir weiter. Gut, da gehen wir gleich hin. Erstmal werden wir den da unten besiegen. Da sind wir gerade hergekommen, ne? Wir hörten schon, dass du im Anmarsch bist. Mich juckt schon wieder so. Ekelhaft. So, möchte Rock... Team Rocket möchte kämpfen, bla bla bla. Mach hallo! Nicht wirklich ein starkes Pokémon, findest du nicht? So, ich werde dann auch gleich, sobald wir 20 Minuten haben, im Part... das Partende nutzen.
um ins Pokécenter zu gehen. Um dort dann ein bisschen aufzuräumen. Was? Verloren? Ja, verloren. So, und was gibt's hier unten? TM10. Das ist was? Risikotackle, nein, nein, nein. Mag ich nicht. Mag ich überhaupt nicht. Habe ich schlechte Erfahrungen mitgemacht. So, das Item hätte ich eigentlich mitnehmen können, ne? Einfach, weil ich hier schon unten war. Sonderbomber. Bang, bang. Da kommen wir noch gar nicht hin, oder? Kommen wir da schon hin? Bin mir gerade unsicher, aber es könnte möglich sein. Jetzt dürfen wir bloß da noch nicht hin. Und da dürfen wir auch nicht drauf treten. Und da auch nicht, aber hier. So. Und das führt uns dahin und dann... Doch, wir können runter. Was? Komm schon, ich möchte kämpfen. Halte dich aus Team Rockets Angelegenheiten heraus. Passt besser. Passt besser. Findet ihr nicht auch? Passt besser. Ja, Team Rocket möchte kämpfen. Ratfratz. Donnerblitz. So. Jo. So. Ich weiß gar nicht, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass man bei Donnerschock paralysiert wird. Ich weiß es gerade echt nicht. Wäre mal interessant zu wissen. So. Ich kann euch übrigens sagen, warum sich das ausgleicht, weil Koga nämlich ein Pokémon auf Level 50 hat. Deshalb wird sich das ausgleichen. Und ja. Das heißt, ab da können wir auch Pokémon auf Stufe 50 haben. Also wir können das ja jetzt schon haben. Die gehorchen uns ja schon. Oh. Ja. So. Dann machen wir das Traumato mal schnell kaputt. Donnerschock hätte gereicht, das weiß ich. Ich bin am Boden. Und der Team Rocket Boss von euch wird wahrscheinlich nicht so begeistert von dir sein. Hallo Team Rocket. TM02, das war irgendwas anderes. Irgendwas war es auf jeden Fall. Oh, und da ist... KP Plus. Können wir gleich mal in irgendein Pokémon reinstopfen. Wie wäre es mit... Wow. Huh, Mystical Trip. Auf jeden Fall. Guck mal an, wie wenig... KP der hat, der Junge. So, jetzt müssen wir gleich wieder hoch. Das war schon, was man hier haben kann. Aber wir werden noch gegen dich kämpfen. Ich werde dir den Liftöffner niemals geben. Oh. Den brauchen wir sogar. Gegen den müssen wir kämpfen, ne? Smogon. So klingt das doch, so ähnlich, oder? Oder nicht? Habe ich jetzt was Falsches gemacht? So. Nein! Ja, danke schön. Ja. Was anderes können wir nicht anwenden, außer Donnerwelle. Gut. Zubat, das machen wir jetzt aber One-Hit, weil unser Schaden mal 2 gerechnet wird, weil es sehr effektiv ist. Ja. Ich würde mal sagen, passt, ne? So. Ich werde auch schon immer weiter müde. Oh nein. Er hat den Lüftöffner geschissen. Mist, ich habe den Liftöffner verloren. Ja, vor Schreck hatte sich in die Hosen geschissen. Ich weiß ganz genau, wo du den versteckt hattest. So. Nein, nein, verdammt. So, danke schön. Gut, wenigstens dauert das nicht so lange. So, den Liftöffner. Wofür haben wir den jetzt eigentlich gebraucht? Ich weiß es gerade gar nicht. Der ist abgehauen. Der ist einfach abgehauen. Oh ne, der steht jetzt wieder hier. Und du? Geh ruhig weiter, du benötigst den Lüftöffner und der fehlt dir. Denkst du, ne? Ich hab ihn nämlich.
So. Da unten geht's weiter. Da geht's zum Lift. Wir gehen jetzt aber erstmal zum Pokémon Center und ich sage bis gleich. So, nun sind wir wieder hier unten. Hab meine Pokémon jetzt auch geheilt. Hier seht ihr, sind wieder voll topfit. Ach stimmt, hier können wir jetzt weiter. Können wir das jetzt auch aufmachen? Nein, natürlich nicht. Und du? Willst du dich mit Team Rocket anlegen? Ja, irgendwie schon. Mir fehlt etwas. Weiß gerade aber nicht was. Unsere Rache wird grauenvoll, du Lausbengel. Oder so ähnlich. Wie komme ich da runter? Mal ehrlich, wie komme ich da runter? Ah, ich weiß wie. Gut, wir müssen, glaube ich, jetzt nochmal gucken und jeden Team Rocket-Typen anfragen. Das Team Rocket-Hauptquartier hat 4 Untergeschosse. Du findest den Boss niemals. Doch, und ich weiß auch schon, wer es ist. Ah, das ist... Und der fehlt dir. Ja, der fehlt dir. Gut, das werde ich für euch jetzt nicht mit reinnehmen. Wir werden den Boss niemals finden. Da ist er übrigens. Gut, aber ich weiß immer noch nicht, wie man... wie, wo und was. Bis gleich. So, Leute, im zweiten Untergeschoss müsst ihr das Rätsel einfach machen und wieder hier runterkommen. Das kriegt ihr hoffentlich hin. Und dann könnt ihr hierher. Und wir können auch gleich in den Lüftöffner gehen. Was hast du hier verloren? Gar nichts, aber ihr habt den Liftöffner verloren, den ich jetzt bei mir trage. Gut, hat ein paar Pokémon, aber die kriegen wir ja wohl noch. Gut. Donnerschock. So, gleich haben wir übrigens, also bald haben wir, sagen wir es mal so. Jawohl, 35. Oh, Stefan wird auch nicht so stark auf 35 sein. Ah, schade eigentlich. Weil die meisten Pokémon haben ja jetzt, von uns haben ja schon über 100 KP und das hat Stefan mit 36, wird er das nicht erreichen. Aber dafür wahrscheinlich mit einem höheren Level, das wir noch uns aneignen werden. Keine Sorge. Radikal wird in den Kopf geschickt. Sehr schön. Donnerschock. Oh Gott. Donnerschock. So. Ah, nicht Ruckzucki. Danke, aber nein, kein Ruckzucki. So. Ich mag Ruckzucki immer noch nicht. Das dürfte euch klar sein. Und falls ich gerade ein bisschen leiser werde, ich habe mich gerade kurz einmal gedreht, um zu gucken, ob meine Decke noch da ist. Und die ist runtergerutscht vom Stuhl. Also, hinter mir die Decke, damit... Das einfach, damit ich bequemer sitze. Das kann nicht sein. Doch, das ist so. Und hier gehen wir mal hoch, weil hier nicht der Typ ist. Oh, hier ist ein Item. Hypertrank, jawohl. Hi. Alarm, Eindringlinge. Es sind doch nur 2, beruhig dich mal. So. Gut, ich finde es auf jeden Fall schön, dass wir schon unser komplettes Team haben. Auch wenn das nicht unbedingt das Beste ist im Pokémon. Gelb, also es gibt bestimmt noch bessere. Zum Beispiel ein Lapras ins Team holen wäre bestimmt einer der besseren Sachen. Ja, so Smoggern. Ich habe ja Supertränke dabei, das heißt, wir werden nicht so wirklich Probleme haben, den Boss zu besiegen. Auch wenn wir nicht unbedingt die Supertränke jetzt wasten müssten. Wir machen einfach gleich den vom Untergeschoss auf und dann hat sich die Sache. Wieder ein Volltreffer. Smoggern wurde besiegt und Stefan erhält so und so viel KP. Gut. Ich konnte ihn nicht stoppen. Ausrufezeichen, 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 Ausrufezeichen. So. Und jetzt fahren wir nach oben. UG1. Nicht ins UG4. Was ist in UG3? Da werden wir auch gleich noch erkunden. Wird ein Special Part. Öffne mir die Tür bitte. Was hast du hier verloren? Nichts. Immer noch nichts.
Gut, die Texte werden jetzt ziemlich gleich werden von Team Rocket. Also, die sagen ja immer das Gleiche und bla. Und ich mach mir jetzt die Sache hier einfach mal auf. Aber ich glaube, da brauche ich einen anderen Öffner, kann das sein? Den kriege ich hier nicht. Nein, ich möchte das Pokémon nicht wechseln. Ich möchte weiterhin Donnerblitz einsetzen. Gut, unsere Pokémon sind immer noch gut trainiert. Wie gesagt, wird sich bei Koga auch ziemlich schnell austrainiert haben, weil der Stufe 50er Pokémon hat. Was ist passiert? Gut, dann... Ach, gut, der hat... Das Ding hat sich jetzt selbst geöffnet. Und ich schneide das mal kurz. Bis gleich. So, nun sind wir wieder hier. Und gehen jetzt erstmal in UG3. Ach, geht nicht. Es gibt kein Untergeschoss 3 für Fahrstuhl-Halt-Dingens. Aber nun sind wir hier. Kein Schritt weiter! Du hast uns am Mondberg ganz schön gedemütigt, aber Rache ist süß. Du Rotznase. Ja, wenn ihr das meint. Jesse und James. Ein Smogon. Immer noch kein Smogmog. Ja, schade. Habt ihr wenigstens schon Arobok, was Cobra auf Rückwärts ist? Oh fuck. Sei nicht vergiftet. Dankeschön. Smog kann nämlich leicht Pokémon vergiften. Jawohl, endlich! So, ein Mauzi wird in den Kampf geschickt. Ja, ich möchte wechseln. Rock, hallo. So. Gut. Doppelkick. Ist ja noch eine Kampfattacke, ne? Volltreffer. Zack, boom, weg. Rettern wird in den Kampf geschickt. Doppelkick ist jetzt nicht so toll, aber Hornattacke. Und Megakick hätte es auch gebracht. Ja. Megakick, können wir uns mal angucken. Oh, verdammt, hat nur 5, ne? Holy. Holy. Wobei, Hornbohrer kommt hier hin und... So. Natürlich ging die Attacke daneben. Ein Giftblick paralysiert mich nur. Ein Giftblick paralysiert mich nur. Alles im grünen Bereich. Hör jetzt auf mich. Fertig zu machen. Eia. Geht's noch? Ach nee, Hornbohrer. Verdammt. Nein, schon wieder. Ich Idiot. Hornattacke. So. Gut. So ein Hohlkopf. Schnell wie das Licht, Team Rocket. Ja. Gut, tschüss. Muss nochmal hin. So, bis gleich. So, nun stehen wir wieder hier und wir können nochmal schön erkunden, was es hier gibt. Zum Beispiel Eisen. Sehr schön. Finde ich wirklich toll. Oh Gott, ey, das ist vielleicht anstrengend und... Hi Giovanni, wie geht's dir? Ich bin schwer beeindruckt. Du bist tatsächlich weit gekommen. Team Rocket finanziert mit Pokémon seine finsteren Pläne. Ich bin hier der Boss, Giovanni. Mach dich bereit, Höllenqualen zu erleiden, du Wicht. Er ist sehr böse. Man sieht ihn auch, ich sag's mal ganz ehrlich, im Anime sah er besser aus und wahrscheinlich in... Fuck. Hups. Wohl das falsche Pokémon ausgewählt, ne? Ich will Doppelkick doch wieder hier oben haben und das hier, weil das halt auch Attacken sind, die wirklich funktionieren. Unser Rock erlernt ja nichts mehr. Volltreffer war das? Ah, irgendwie ja doch nicht, ne? So, Rihorn. Nein, ist auch ein Boden-Pokémon. Gesteinboden, glaube ich sogar. Ja. Da
Attacke ist sehr effektiv. Volltreffer, Volltreffer! Oh, schade. Oh, Hornattacke. Das kann ich auch, mein Freund. Guck. Ah, gut. Wir haben ihn doch noch besiegt. Snobilikat. Und? Moment. Eigentlich hat sein Snobilikat rosarote Ohren. Es scheint ein Shiny zu sein. Ist aber eh ein Normal-Pokémon. Das heißt, wir... Ist das jetzt auch ein Volltreffer? Ja, nein. Also doch. Macht, glaube ich, so viel Schaden wie ein Volltreffer. Soweit ich weiß. Nein, ich habe kläglich versagt. Achso. Nein! Ich habe kläglich versagt. Offensichtlich trainierst du deine Pokémon sehr sorgfältig. Trotzdem würdest du meine Ziele und Beweggründe nie verstehen. Dieses Mal lasse ich dich noch davonkommen. Doch wir werden uns wiedersehen. Sylphscope! Endlich! So. So. Gut. Dann können wir jetzt nach oben. Ins UG. Und wir sehen uns einfach später dann in Lavandia wieder. Das hat schon seinen Grund, warum wir uns in Lavandia wiedersehen. Und deshalb sage ich... Jetzt schon mal, bis zum nächsten Mal. Euer Wolf. Ciao.